Hallo zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und wir starten mit der bitteren Wahrheit. Das ist meine Wachtelvoliere nach dem Winter. Es war ja unfassbar nass und es hat nur geregnet. Gefühlt das letzte halbe Jahr und letzten Sommer ehrlich gesagt auch. Ich glaube, als ich euch die Voliere gezeigt habe, das Video, da hat es auch gerade geregnet gehabt, weil es hat immer geregnet. So auch die letzten Wochen. Nichtsdestotrotz war jetzt gerade am Wochenende einfach das Wetter schön und ich hatte einfach Lust, die Voliere ein bisschen frühlingsfit zu machen. Was ich jetzt aber nicht gemacht habe, ist irgendwie großartig neue Pflanzen gekauft. Das habe ich davor die Jahre immer gemacht, einfach weil die Bepflanzung, die ich aktuell habe, echt gut funktioniert. Und deswegen musste ich das jetzt nicht, aber es ist zum ersten Mal. Aber da sieht man, ich habe letztes Jahr alles richtig gekauft gehabt. Mittlerweile weiß ich, was funktioniert, was nicht. Und so ein paar Kräuter, die muss man natürlich immer mal kaufen. Aber ansonsten wächst es echt gut. Da bin ich sehr, sehr happy. Aber am wichtigsten war tatsächlich ein bisschen Erde abtragen, weil da natürlich viel hingemacht wurde und eben neuer Hackschnitzel. Und das war jetzt so die meiste Aufgabe oder die meiste Arbeit, die ich mir gemacht habe. Und da seht ihr schon ein bisschen das Grün bei den Gräsern. Also auch die Gräser kommen jetzt langsam wieder aus dem Winterschlaf. Deswegen habe ich die jetzt noch nicht abgeschnitten, einfach nur damit das ein bisschen besser wachsen kann. Weil wenn die so ganz klein sind, dann picken die Wachteln natürlich gerne dran. Aber durch dieses alte Gestrüpp sind sie so ein bisschen besser geschützt. Ich habe jetzt auch nicht mit einem Kärcher gearbeitet. Ihr seht, es ist schon viel grüner Belag überall, auch an der Wand an sich. Aber das habe ich jetzt auch nicht gemacht, weil es sind jetzt mal gerade 2 Tage, wo es nicht regnet. Aber ansonsten ist es doch noch sehr, sehr, sehr trocken. Sehr, sehr, sehr nass, Entschuldigung. Und da seht ihr das Zebrafinkmännchen oder eins der Zebrafinkmännchen. Und es ist so niedlich. Ich glaube, für die Zebrafinken ist die Voliere einfach ein Paradies. Weil der findet so viel, auch jede Feder der Wachteln schnappen die sich. Ich hatte eigentlich jedes Jahr im Frühjahr mit der Mauser, also haben meine jetzt auch gemausert, aber ich habe überall immer Federn gesehen und es sah aus wie so explodierte Kissen. Dieses Jahr nicht, weil sobald eine Feder irgendwo liegt, kommen die Zebrafinkmännchen und schnappen sich die und bauen daraus Nester. Sehr, sehr praktisch, weil letzte Jahre musste ich vor allem in der Mauserzeit echt deutlich häufiger misten und sauber machen, weil alles so schrecklich aussah, voller Federn. Muss man mit Zebrafinken nicht, also echt total putzig. Ich finde die eh ganz, ganz putzig, aber das ist mir wirklich aufgefallen. Und ihr seht, wenn es so ein bisschen frisch gemacht ist, dann fühlen sich die Wachteln viel, viel wohler. Und in dem Pickspielzeug habe ich ein bisschen Futter reingepackt. Das ist der Charmix von Wachtelshop. Kann ich euch sehr empfehlen, mögen meine sehr, sehr gerne und meine nutzen Pickspielzeuge generell auch sehr, sehr gut. Ich weiß, einige sagen, ja, bei den Hühnern funktioniert das, bei den Wachteln nicht, aber ich muss sagen, bei meinen Wachteln funktioniert das auch sehr, sehr gut. Die mögen das also, und die picken da auch selbstständig dran. Also die verstehen das auch, wenn sie mit dem Schnabel dran picken, dass dann Futter rauskommt, aber nichtsdestotrotz verteile ich natürlich auch so immer ein bisschen was in der Voliere. Das seht ihr da ja gerade, einfach weil sie da immer beschäftigt sind und ja, sich auch wirklich drüber freuen. Und Grit habe ich auch draußen verteilt. Meine haben ja drin im Stall Grit. Aber draußen habe ich da auch wieder ein bisschen was Frisches verteilt. Nur Futter noch nicht. Also Wasser habe ich eh in meiner Voliere auch draußen. Futter habe ich aber erst im Sommer wirklich, wenn es nicht regnet. Weil sonst ist das sofort nass und das kann man sich sparen. Das mache ich nicht. Aber ihr seht, sie bekommen auch immer so ein bisschen was aus dem Gemüsebeeten. Das war jetzt hier Melde. Sieht man ja echt ganz gut, dass das Wachtelmännchen da sehr gut dran pickt. Das schmeckt ihm die Melde aus dem Garten. Und da ist wieder das Zebrafinkmännchen oder einer der beiden. Ich kann sie nicht auseinanderhalten, wenn ich sie einfach so sehe. Ja, richtig interessant. Also ihr braucht wirklich auch gar nicht irgendwie groß Bepflanzung kaufen. Ihr müsst da nicht irgendwie Oregano kaufen, der nach einer halben Stunde totgefressen ist, sondern einfach ein bisschen was aus dem Garten und die sind super gut beschäftigt und freuen sich. Aber dann starten wir mal mit der richtigen Tour, würde ich sagen. Hier ist ja der Eingangsbereich in der Voliere, wenn man reinkommt und ihr seht, ich habe natürlich die Hackschnitzel verteilt und neue Tannenzapfen und da seht ihr auch ein bisschen Knoblauchrauke, beziehungsweise Taubnessel ist das, Entschuldigung. Knoblauchrock ist an einer anderen Stelle. Also einfach wieder so ein bisschen grün. Wie gesagt, nicht gekauft, einfach aus dem Garten. Das
taugt genauso gut und lieben sie einfach, sind sie gut mit beschäftigt. Da auf den Steinen hatte ich mittags ein bisschen Charmix auch verteilt, das haben sie aber schon weggefressen. Und ihr seht da an dem Pickspielzeug, da sitzen schon wieder Wachteln, weil das mögen sie wirklich super, super gerne. Genau, einen Rosmarin habe ich reingepflanzt. Den habe ich tatsächlich neu reingepflanzt, weil der noch übrig war und nicht bei dem neuen Hochbeet gelandet ist. Aber ansonsten habe ich nichts gekauft. Ihr seht da diese grünen Tannen. Sachen, also da picken sie gar nicht dran, das interessiert sie gar nicht, aber der spendet einfach schön Schatten oder wenn es nass ist, ist es eben auch ein guter Unterschlupf vor der Feuchtigkeit. Da habe ich eine Blaubeere, unten picken sie sie, wo sie drankommen, aber oben ist sie mittlerweile groß genug, dass sie da nicht drankommen und ich bin mal gespannt, ob ich da dieses Jahr Früchte habe. Letztes Jahr war da nämlich noch keine Frucht dran, ich meine, die habe ich letztes Frühjahr gepflanzt. Also sie hat auf jeden Fall überlebt, was schon mal sehr, sehr gut ist und ist im Blüten dran. Deswegen sind die Voraussetzungen ja schon mal ganz gut. Ich hatte auch noch ein bisschen Moos aus dem Wald geholt gehabt. Moos lieben meine ja auch immer richtig, richtig dolle. Damit macht man denen auch echt immer eine richtige Freude. Da können sie sich auch richtig gut mit beschäftigen. Da sind auch noch so zwei so grüne tannenartige Gewächse. Ich weiß nicht, wie sie wirklich heißen. Das weiß bestimmt jemand von euch. Findet man eigentlich in jedem Baumarkt, in jedem Pflanzengeschäft. Und die wachsen bei mir alle eigentlich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, da gehen sie nicht dran. Ich verteile ja auch immer so ein paar vom Weihnachtsbaum oder so, auch von den Gewächsen immer so ein bisschen Tannen und ähnliches. Aber da, die habe ich jetzt auch nicht aufgefrischt. Einfach, weil ich jetzt dem Tage ein bisschen Weide ihnen geben würde. An der Weide knabbern sie auch eben ganz gerne und die wächst mittlerweile auch wie verrückt. Genau. Habe aber trotzdem so ein bisschen aus dem Schutz, weil die Weintrauben jetzt ja noch nicht gewachsen sind. Also die ersten Knospen sind da. Ich glaube, ich habe es euch auch abgefilmt gleich irgendwann. Aber trotzdem, dadurch, dass die Weintrauben noch nicht da sind, habe ich die alten Tannenzweige einfach noch so ein bisschen als Schutz gelassen, weil sie sich da einfach ein bisschen wohler fühlen. Und sobald dann die Trauben gewachsen sind und eben auch gut Schatten spenden und ein bisschen Schutz bieten, dann werde ich die alten Tannenzweigen auch daraus machen. Das Sandbad habe ich auch ein bisschen neu gemacht, habe einfach ein bisschen Erde reingetan. Tatsächlich, ihr mögen meine Erde viel, viel lieber als Sand und finde ich draußen auch einfacher. Und hier seht ihr auch die Gräser. So manche Gräser sind schon echt, die sind einfach grün geblieben über den Winter, manche nicht. Aber das ist so ein Igelhäuschen, was ich mal gekauft habe. Das mögen sie richtig gerne. Da legen sie richtig gerne Eier rein. Und da habe ich einen Bombus. Der ist aber unten auch komplett weggeknabbert. Also das muss euch bewusst sein. Lieber sowas wie Bambus oder Gräser gleich eine Nummer größer kaufen, weil sonst vernichten sie es. Genau, da habe ich auch überall eben diese kleinen Tannenbäumchen oder tannenartigen Gewächse. Einige Steine, wie gesagt, wieder frische Hackschnitzel. Und ihr habt es ja in den ersten Sequenzen gesehen. Ich habe letztes Jahr richtig dick die Hackschnitzel eingestreut und davon war fast gar nichts mehr übrig. Also das wird auch jetzt zum Herbst hin, wird da auch vieles verschwunden sein und spätestens nächstes Frühjahr sieht man von den Hackschnitzeln auch gar nichts mehr. Das ist echt immer sehr faszinierend. Dann links, habt ihr nur kurz gesehen, habe ich einfach so ein Grasbüschel aus dem Garten ihnen reingetan. Da sind sie auch immer richtig gut mit beschäftigt. Sie picken das Gras. Und auch die Wurzeln finden sie super interessant, wenn da so ein paar Würmer drin sind. Da seht ihr jetzt eben auch, dass das eine Gras so ein bisschen nachwächst, worüber ich mich sehr, sehr freue. Die anderen zwei, die daneben stehen, sind eh grün geblieben. Da in der Ecke ist auch noch mal ein kleiner Bambus. Der hat auch überlebt. Ich freue mich ja immer, wenn alles überlebt, weil das nicht immer so sicher ist. Anfangs hatte ich einiges reingepflanzt, was nicht überlebt hat über den Winter. Und hier seht ihr die andere Traube. Und da sind nämlich jetzt auch schon Knospen drin. Sprich, die Traube hat auch überlebt. Die habe ich nämlich auch letztes Jahr erst gepflanzt. Die anderen beiden großen Trauben sind jetzt, glaube ich, schon seit 3 Jahren in der Voliere oder seit 4 Jahren. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall relativ lange schon. Da war ich eh sehr sicher, dass die überlebt hat. Aber bei der neu gepflanzten war ich mir nicht ganz sicher. Und hier seht ihr nochmal das andere Abteil. Also sieht wieder viel, viel schöner aus, finde ich, immer wenn man sie einmal frisch macht. Da ist eben noch der Rosmarin. An Rosmarin picken meine auch nicht. Also es funktioniert auch ganz gut. Und mir gefällt es deutlich schöner wieder. Und ich hoffe, man sieht, dass ich was gemacht habe, weil das ist ja doch immer Arbeit. Aber jetzt kann der Frühling kommen. Die Voliere ist bereit. Und das war so ein kleiner Frühlingsputz.
Aber dafür lohnt sich das ja auch immer, weil sie fühlen sich richtig, richtig wohl. Und jetzt, wo es trocken ist, sind auch deutlich mehr Wachteln wieder draußen. Darüber freue ich mich natürlich auch. Die Hähne krähen wieder. Also einfach schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Update. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!